Schock beim Durchstarten. Die Piloten dieser DC-3 schaffen es nicht, das Flugzeug nach einem missglückten Landeanflug wieder sicher in den Himmel zu bekommen. Offenbar gewinnt die museumsreife Maschine viel zu wenig Höhe. Am Ende der Landebahn stürzt das Flugzeug in ein Gebiet mit Büschen und niedrigen Bäumen. Medienberichten zufolge will die Crew durchstarten. Das Flugzeug gehört der kolumbianischen Polizei. Offenbar sollte es auf dem Flugplatz von Villa Vicencio im Zentrum des südamerikanischen Landes aufgetankt werden. Zu den Passagieren gibt es unterschiedliche Angaben. Es soll mehrere Verletzte gegeben haben, einer davon schwer. Die abgestürzte DC-3 der kolumbianischen Policía Nacional stammt noch aus dem Jahr 1943, ist also fast 80 Jahre alt. 35 Passagiere haben in der abgestürzten Version Platz. In Deutschland sind Flugzeuge dieses Typs als Rosinenbomber bekannt, als einer der Flugtypen der Berliner Luftbrücke nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Unfall in Kolumbien passierte nur 5 Tage, nachdem eine andere DC-3 auf der Landebahn im ebenfalls kolumbianischen San Felipe verunglückt ist. Hier gab es keine Verletzten.